Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Das Video kommt heute einen Tag verspätet, aber auch nur aus dem Grund, weil ich krank war und ich deswegen das Video nicht drehen bzw. nicht schneiden konnte. Ich habe euch ja versprochen, ein Reaction-Video zum Finale der letzten Folge von Game of Thrones Staffel 7 zu drehen und das mache ich jetzt auch. Also viel Spaß bei Der Drache und der Wolf oder andersrum. Man kann es ja sehen, wie man will. Viel Spaß! Endlose Dothraki. Gut, er lebt doch. Was heißt leben, aber er existiert doch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehen, Milord. Schon gar nicht auf Seiten des Feindes. Kann man euch nicht verdenken. Ich sag's, ihr würdet es anders sehen. Ich hoffe nicht, dass ihr noch lebt. Abwasch! Seine Zaubernudel kannst du hinterher lutschen. Ich dachte, damit endet die Folge. Ja! Oh, das ist ja gleich ja. Hui! Zu sehen. Ich hab Angst. Oh mein Gott! Es gibt nur einen Krieg, der eine Rolle spielt. Den großen Krieg. Und er... Ich glaubte nicht daran, bis ich sie gesehen habe. Sie alle gesehen habe. Wie viele? 100.000 mindestens. Die Krone akzeptiert eure Waffenruhe. Bis die Toten besiegt sind. Sie sind der wahre Feind.
Oh, wow. Im Gegenzug wird der König des Nordens diese Waffenruhe ausdehnen. Er wird im Norden bleiben, wo er hingehört. Er wird nicht gegen die Lannisters zu den Waffen greifen. Er wird nicht Partei ergreifen. Nur der König des Nordens. Ich nicht. Das werde ich nie von euch verlangen. Ihr würdet nie zustimmen. Und wenn doch, würde ich euch noch weniger trauen, als ich es jetzt tue. Ich verlange es nur von Ned Starks Sohn. Ich weiß, Ned Starks Sohn wird sein Wort halten. Ja, ich freue mich nicht darauf, mehr davon zu sehen. Aber ich bin der Königin treu und ihr seid Sansa treu und ihr Trottel von Kula. Scheiß auf Treue! Scheiß auf Treue. Das hier geht über Häuser und Ehre und Schwüre hinaus. Sprecht mit der Königin! Was soll ich ihr sagen? Erstaunlich. Er darf nicht sterben. Das geht nicht. Ich werde immer eine Bedrohung sein. Also beseitige mich. Wenn ich nicht wäre, hättest du eine Mutter. Wenn ich nicht wäre, hättest du einen Vater. Wenn ich nicht wäre, hättest du zwei wunderschöne Kinder. Ich wollte dich schon öfter umbringen, als ich zählen kann. Tu es! Gib dir Befehl! Ich kann keine Kinder haben. Wer hat euch das gesagt? Die Hexe, die meinen Mann ermordet hat. Ist euch schon in den Sinn gekommen, dass sie vielleicht keine zuverlässige Informationsquelle war? Ihr hattet von Anfang an recht. Hätte ich euch vertraut, wäre alles anders. Und was jetzt? Wir stellen uns ihr vereint. Und wenn der große Krieg zu Ende ist, besinnt ihr euch vielleicht, dass ich geholfen habe. Keine Versprechen oder Zusicherungen von einem der Anwesenden. Vermutlich nicht. Ruft unsere Banner. Sie alle. Warum ist sie nach Winterfell gekommen? Um mich zu töten. Weil ich unsere Feinde geheiratet und meine Familie verraten habe. Weil sie hinter der Nachricht her, die Cersei euch schreiben ließ. Um den Beweis für meinen Verrat zu liefern. Um eine Rechtfertigung zu haben, nachdem sie mich ermordet hat. Und wenn sie euch ermordet hat, welchen Titel bekommt sie? Lady von Winterfell. Lass den nicht in deinen Kopf, Mann. Oh, so ein... Oh. So ein Dummerchen. Oh, sie dumm. Ich komme, um den Norden zu retten. Wir segeln zusammen. Mr. Friendsong gefällt es nicht. Die Anklage lautet auf Mord. Die Anklage lautet auf Hochverrat. Wie lautet euer Bekenntnis zu der Anklage? Lord Baelish. Meine Schwester hat euch was gefragt. Lady Sansa, vergebt mir. Keiner von euch kennt die Wahrheit. Doch. Ihr habt ihm ein Messer an den Hals gedrückt. Als ihr mich nach Winterfell zurückbracht und sagtet ihr mir, es gäbe keine Gerechtigkeit auf der Welt, außer wir schaffen sie uns selbst. Danke für eure vielen Lektionen, Lord Baelish.
Ich sagte doch, niemand entzieht sich mir. Weißt du ihn jetzt an, mich umzubringen? Ich bin der Einzige, der dir bleibt. Unsere Kinder sind tot. Unser Vater ist tot. Es sind nur mehr du und ich. Johns richtiger Name. Sein Name ist Aegon Targaryen. Du musst ihn beschützen. Hier ist mein Okay. Gerechnet? Okay. Oh God.
Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Ansonsten, tschüssi, ich muss jetzt erstmal drauf klarkommen.